Leute, geht wieder los nach Kiel. An die Kiel-Linie. Und zwar an die Fischbar. Vorbei geht's an den Kreuzfahrtterminals im Kieler Hafen. Hier ist teilweise im Sommer die Hölle los. Da liegen 4 bis 6 Kreuzfahrtschiffe vor Anker. Die Fischbar befindet sich zwischen dem Geomar, hier gleich rechts, und dem Kieler Landtag. Unten an der Kiellinie. Nicht nur, dass man hier gut sitzen kann, man kann hier auch sehr gut Fisch essen. So, noch ein kleiner Rundblick über die Kieler Förde. Ihr seht, also ist ganz witzig hier. Und es lohnt sich auf jeden Fall, hier mal herzupötten. Weiter geht es durch die kurvige Landschaft der holsteinischen Schweiz. Ich hatte im Fernsehen gesehen, auf NDR 3, dass sich dort in Grebin ein Mühlencafé befindet. Das werde ich mir jetzt mal anschauen. Ich muss schon sagen, das Mühlencafé liegt wunderschön auf einem Berg. Von diesem Berg hat man einen wunderbaren Ausblick über die Seenlandschaft der holsteinischen Schweiz. Leider hatte das Café nicht auf, weil ich in der Woche da war, aber es ist am Wochenende geöffnet und ich werde auf jeden Fall hier nochmal aufschlagen. Irre, ein Weinberg in Schleswig-Holstein. Hier wird tatsächlich Wein angebaut. So Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss.